So, heute gibt es einen kleinen Jahresrückblick. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zum letzten Video dieses Jahres. Und zwar gibt es heute eine kleine Review, was ist alles bei mir so passiert, was ist nächstes Jahr geplant, wo geht es hin, wie entwickelt sich das mit dem Channel und ja, so ein kleines Status-Update quasi. Prinzipiell möchte ich mich an dieser Stelle erstmal bei allen bedanken, die Kommentare schreiben, die Videos liken, die Videos teilen, teilweise auch auf Blogs, wie mir berichtet wurde und ansonsten natürlich auch die Feedback geben. Und das würde mich an dieser Stelle auch sehr interessieren, was ihr für Feedback an mich habt. Also schreibt das einfach mal in die Kommentare, wo es für euch hingehen könnte, was für euch besser wäre, wenn ich Videos schneller, langsamer mache, längere Videos, kürzere Videos. Schreibt einfach mal euer Feedback, damit man so ein allgemeines Meinungsbild abbilden kann. Ansonsten möchte ich mich auch bedanken an alle, die auf Discord aktiv sind, an das Moderatorenteam, die für Ordnung sorgen, aber auch an alle aktiven Mitglieder, die Fragen stellen, die Fragen beantworten, die sich mit anderen austauschen. Und ich kann jedem von euch nur empfehlen, einfach mal ganz oben in die Videobeschreibung zu gehen, dem Discord-Server zu joinen. Das ist gratis, es ist einfach nur ein großer Chatroom, wo man sich mit anderen austauschen kann oder auch mit anderen wie in Teamspeak oder Skype ein bisschen quatschen kann über Voice. Ansonsten, ja, nächstes Jahr ist einiges geplant und dazu komme ich jetzt. So, das erste, mit dem es natürlich losgeht, ist ein Trendvideo, direkt das erste des Jahres. Das versteht sich von selbst, das ist Tradition, aber prinzipiell, was ist sonst so geplant? Das erste große, es gibt eine große Kollaboration von mir und einem anderen YouTuber, wo wir eine richtige Full-Fledged-Anwendung bauen. Also ein Frontend und ein Backend, was simultan entwickelt wird über mehrere Videos hinweg und fast gar nicht so wenig Videos werden wahrscheinlich, zumindest so, wie wir uns das ausgeguckt haben. Darauf freue ich mich sehr und ich hoffe sehr, dass das zustande kommt und alles so wie geplant funktioniert. Ansonsten gibt es von mir zwei Videoreihen, die ich produzieren werde. Einmal eine Socket.io-Reihe. Wir werden dort nicht mit einem Framework arbeiten, sondern wirklich mit plain Socket.io und JavaScript bzw. halt JavaScript, HTML und CSS. Und wir werden dort nicht Socket.io so Step-by-Step durchkauen, weil das finde ich ein bisschen langweilig, sondern wir werden uns mehr angucken, wie man es wirklich in der Wirtschaft einsetzt. Also wir werden keinen Chatroom bauen oder irgendwas in der Richtung, sondern wir werden wirklich explizite Anwendungsbeispiele aus der Wirtschaft nachbauen und überlegen, wie wir die umsetzen können. Das Ganze wird ziemlich cool, ansonsten wird es eine Vue.js-Reihe geben, die ist schon geplant, da werden wir TypeScript und Vue.js 3 nutzen und ansonsten wird es wahrscheinlich auch ein bisschen Flutter-Content geben, da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich machen möchte. Ansonsten, was ist sonst so geplant? Einmal mein Upload-Schedule wird sich verändern und wird wieder auf Sonntag gelegt. Das hat den Grund, ich bin ja auf Montag gewechselt, weil ich wenig Zeit hatte und das Wochenende brauchte, um die Videos zu produzieren. Das hat sich ein bisschen verändert, deswegen wird es jetzt wieder Sonntag meine Videos geben und auch direkt ab dem nächsten oder ab dem ersten Video nächsten Jahres wird es wieder Sonntag sein. Ansonsten wird sich im Channel eigentlich nicht viel tun. Ich werde weiterhin Videos produzieren, eins pro Woche. An meinem Upload-Schedule in der Hinsicht wird sich nichts verändern. Und ansonsten, ja, würde mich freuen, wenn ihr mal Kommentare hinterlasst, was ihr gerne sehen würdet. Welche Inhalte würdet ihr sehen? Welche Frameworks? Wollt ihr lieber lange, kurze Videos, lange Reihen oder einzelne kleine Probleme? Wollt ihr eher ein bisschen in die DevOps-Richtung, also noch ein bisschen mehr Input zu diesen ganzen GitHub, Actions oder auch wirkliches Deployment auf Servern, dann schreibt doch mal unten in die Videokommentare, was ihr darüber denkt. Und mich würde es freuen, wenn da einige Kommentare zustande kommen, weil nur so kann ich gucken, was die Community interessiert und was mich davon interessiert, sodass man eine gemeinsame Schnittmenge findet. Ansonsten, ja, das war eigentlich schon alles Wichtige zum Channel. Ansonsten, ja, der Channel entwickelt sich wie immer. Er geht langsam, aber stetig nach oben. Es war ja noch nie anders bei mir und ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, euch gefallen die Videos immer noch. Mir persönlich macht es Spaß, mich jede Woche mit einem anderen Thema zu beschäftigen oder mich auch intensiver mit Themen zu beschäftigen, die ich sonst eigentlich nicht so viel habe im Alltag. Und das macht mir viel Freude und anscheinend den einen oder anderen von euch auch, weil es haben 55.000 Stunden Video, also User meine Videos geguckt, was natürlich ziemlich krass ist, wenn man überlegt, dass wir in dieser Informatik-Bubble sind, die ja allgemein nicht so groß ist auf YouTube und dann auch noch in einer kleinen Frontend-Bubble, nur eine Schnittmenge quasi dieser ganzen Informatik-Bubble und das ist schon gar nicht so viele Leute und dann so viele Stunden ist schon ziemlich krass, muss ich sagen. Ansonsten, ja, zu mir gibt es eigentlich nicht viel Neues. Ich bin immer noch Freelancer, ich bin immer noch festangestellt bei einer Firma, wo ich im Februar hingewechselt bin. Das war auch eine sehr gute Entscheidung, muss ich rückwirkend sehen. Das Team ist super, ich bin da sehr gerne und es macht deutlich mehr Spaß, von zu Hause aus zu arbeiten und nicht als Consultant quer durch Deutschland zu reisen. Es ist deutlich angenehmer und deutlich mehr Lebensqualität, muss ich sagen. Und ansonsten, ja, zum Freelancing gibt es definitiv nächstes Jahr auch einige Videos und zwar nicht nur von mir, sondern auch mit einigen Gästen, wo ich zusammen Videos produziert habe bzw. produzieren werde in naher Zukunft.
Und mich würde da auch sehr interessieren, was ihr gerne aus diesem ganzen Bereich Freelancing mal sehen würdet oder was euch da interessieren würdet, weil da habe ich wirklich jetzt mittlerweile ein paar Jährchen Erfahrung und kann die sehr gerne mit euch teilen, wenn das gewünscht ist. Ansonsten, ja, war es das auch schon alles, was ich euch sagen wollte. Und an dieser Stelle von mir frohe Weihnachten, einen guten Rutsch in 2022. Ich hoffe, ihr kommt alle gesund durch die Weihnachtszeit und wir sehen uns in der ersten Woche im Januar wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.